Herzlich willkommen bei Galog. Mein Name ist Hamdi Cemil und heute werde ich Ihnen zeigen, wie man einen PS-Seal fachgerecht austauscht. Die Pumpe habe ich soweit zerlegt. Hier sieht man jetzt das Gehäuse, in dem der PS-Seal eingebaut ist. Da der PS-Seal über eine Presspassung in das Gehäuse eingebaut worden ist, lässt er sich nicht ohne weiteres mit der Hand ausbauen. Für den Ausbau des PS-Seals aus dem Gehäuse werden weitere Werkzeuge benötigt. Einmal eine passende Aufnahme zum Gegenhalten des Gehäuses und dann natürlich ein Druckstück zum Herausdrücken des PS-Seals aus dem Gehäuse. Ein leichter Schlag mit dem Hammer löst den PS-Seal aus seinem Sitz. Für einen größeren PS-Seal wird eine Presse verwendet. Zum Schutz der Dichtlippe überprüfen wir die Beschaffenheit der Welle. Die Welle sollte keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen und idealerweise eine Einführschräge haben. Damit der neue PS-Seal beim Einbau nicht verkantet, sollte eine passende Presse verwendet werden. Nachdem der PS-Seal auf dem Gehäuse ausgerichtet worden ist, kann er mittels Presse eingedrückt werden. Verfügt die Welle nicht über eine Einfuhrschräge, wird die Verwendung einer Montagehülse empfohlen. Der PS-Seal ist nun fachgerecht ausgetauscht worden und die Pumpe ist betriebsbereit. Ich hoffe, ich habe euch den Austausch verständlich erklärt und ihr könnt dies demnächst in der Praxis anwenden.